Herzlich willkommen zu einer neuen Splatoon 2 Folge. Und ja, ich dachte mir, heute spiele ich einfach mal die größte Asi-Waffe, die Splatoon so zu bieten hat. Oder eine der größten Asi-Waffen, sagen wir es mal so. Und okay, mein Controller spielt mal wieder rum, man kennt's ja. Part kommt natürlich mal wieder viel zu verspätet, wie man es auch von mir kennt. Okay. Oh, du bist down zum Glück. Sniper, die könnten ein Problem werden tatsächlich. Ja, oh, ich mache einfach so. Guten Tag. Ja. Also Sniper könnten tatsächlich ein Problem werden. Kann ich dich vielleicht ablenken? Ja, ich kann dich sogar attackieren. Oh, ich dachte irgendwie gerade, dass ich die Schwarmraketen habe, aber die habe ich ja nicht. Leider. Weil ich kann mit den Schwarmraketen besser umgehen als mit dieser Ult. Bin absolut kein Fan von der Ult, muss ich sagen. So muss ich gestehen. Komm. Was war das denn gerade von mir? Okay, komische Aktion. Also ich spiele eine der asozialsten Waffen, sind Splatoon 2 übrigens. Wieso ist eigentlich die Lüftung von der Switch immer so übelst laut? Immer wenn man die Switch anschaltet, ist die Lüftung immer so krank laut. Okay. Ich meine dafür, dass sie nur so klein ist, ist schon einiges. So, wo sind denn die ganzen Gegner? Komm, möchtest du nicht ankommen? Perfekt. Jo. Ich meine, gegen so Leute im Nahkampf habe ich natürlich ziemlich gute Chancen, weil meine Waffe einfach asozial hoch 10 ist und dann halt im Nahkampf, also natürlich im Nahkampf erst recht asozial. Ich meine, in der Ferne bringt sie mir relativ wenig, sagen wir es mal so, weil es natürlich eine Nahkampfwaffe ist. Komm. Perfekt. Kann ich dich auch noch bekommen? Ja, also ich meine, in der Nähe ist die Waffe halt komplett asozial. Ich meine, wenn ihr den Kontrablastischen kennt, dann wisst ihr Bescheid. Ich meine, ja, größten Explosionen im Spiel. Und das ist nun mal ziemlich asozial, würde ich sagen. Ich kann einfach hier unten stehen und hochballern. Also, ich meine, die kommen nie wieder, werden die da irgendwie lebendig weit rauskommen. Sagen wir es mal so. Genau, also wenn die einmal rauskommen, dann können wir sie instant töten. Also ja, von daher, ihr werdet leider, sorry, da nie wieder weit weg rauskommen, denke ich jetzt mal. Okay, zumindest wenn ich richtig dastehe. Ich meine, gut, wenn meine Mates irgendwie irgendwo anders sind. Ich meine, die färben halt da hinten ein, weil vorhin noch eine Person rausgekommen ist. Aber rein theoretisch ist diese Waffe auch perfekt zum Spawn-Trappen. So, sie ist halt asozial hoch 10, genau, und dich habe ich gesehen. Weil du halt einfach, wie gesagt, die größte Explosion im Spiel hast. Du brauchst zwei direkte Hits und oder vier halt indirekte. Oder halt zwei indirekte und einen direkten, genau. Okay, also soweit ich weiß, ist halt so, dass ein direkter 50% Schaden, indirekter 25% Schaden heißt, um 100% Schaden auszuführen, gibt es halt natürlich ein paar Möglichkeiten, so wie ich es gerade genannt habe schon. Und kann ich dich bekommen? Please, meine Explosionen sind zwar groß und, aber du läufst so weit weg. Ich meine, ich soll trotzdem ein paar Kills haben, weil ich ja ganz gut die ja, Leute abgefarmt habe am Spawn. Ich denke, ich habe so um die 10 Kills. Also, ich denke so, ja, ich denke 10, 11. Okay, also das Match haben wir komplett eindeutig gewonnen, aber gut, die Gegner haben jetzt, ja, man sieht nicht so viele Chancen. 15 Kills sogar, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich meine, holy shit, das sind mehr Kills, als das komplette Gegnerteam hat. Okay, und noch mehr, als mein Team ohne mich hat. Gut, dann würde ich sagen, ja, ihr seht es, die Waffe ist ziemlich asozial und man kann ja echt gut Kills machen, ab in die nächste Runde. Und da sind wir auf meiner Hassmap, Mantamaria. Was heißt Hassmap? Ich meine, ich mache die Map halt am wenigsten, sagen wir es mal so. Ich hasse sie jetzt nicht abgrundtief, aber ja. Ich mag jede Map deutlich mehr und das dauert jetzt schon wieder etwas sehr lange. Okay, 20 Sekunden sind vergangen. Alles klar, danke dafür. Und dann hatte niemand einen Disconnect oder was? Hä? Okay, dann verstehe ich es recht. Ich meine, wenn jemand einen Disconnect hat, dann verstehe ich ja, wenn es. Also dann kann ich zumindest auch irgendwo andersweise versuchen zu verstehen, wieso es so lange dauert. Aber wenn niemand einen Disconnect hat, dann verstehe ich halt absolut nicht, wieso es dann so lange dauert. Na gut. Okay, wo kommen die ganzen Leute? Ich meine, ich kann versuchen, sie so außenrum zu töten. Ja, komm. Nummer uno und oh wow, du lagst etwas. Kann man so sagen. Ja, okay, der lag etwas. Aber auch nur ein bisschen. Hier ist natürlich jemand lang gekommen. Ich würde sagen, dass man meine Waffe sogar ganz gut einfärben kann, rein theoretisch. Komm, ich versuche dann lieber dich zu töten, weil den anderen bekomme ich eh nicht. Oh, ja, ich kann mit meinem Ult nämlich nicht so gut umgehen. Okay, komm, jetzt bist du da unten. Ja, dann bekomme ich dich. Aber easy. Ich meine, das Gute ist, dass du halt gegen Doppler mit natürlich General Blaster oder halt vor allem mit dem Contra Blaster, weil die Explosionen sehr so riesig sind. Ich glaube, der hat zusammen mit der Nuna Blaster, zusammen mit Nuna Blaster die größten Explosionen, also nicht alleine, aber halt zusammen mit dem Nuna Blaster. Und dass du halt Leute mit Doppler dann ziemlich leicht erwischen kannst, weil selbst wenn sie sich wegrollen, erwischst du sie noch und holy shit. Oder wenn sie zum Beispiel gerade versuchen zu fliehen, die hast du immer noch die Leute immer noch in der Range mit deinen Explosionen, dass er dann ziemlich praktisch ist, sagen wir es mal so, und ich werde sterben, definitiv. Yo, nein oder auch nicht. Okay, keine Ahnung, wie ich das jetzt überlebt habe, komm. Kann ich dich vielleicht so töten? Ja, kann ich. Holy shit, danke, dass du da unten. Na, schade. Ich hätte ein bisschen intelligenter da spielen müssen. Zum Beispiel wäre ich jetzt nach, aus meiner Sicht dann nach links weggegangen, halt, dann diesen Weg hier ein bisschen zurück. Aber ich dachte halt, dass die Person jetzt nicht so weit vorgeht, dann wie sie halt dann im Endeffekt dann ist, sodass ich sie dann hätte, ja, leichter töten können. Okay, ich meine, ich kann dich töten, so, du solltest ein leichtes Ziel abgeben. Vor allem, wenn man halt so spielt, wie ich spiele, einfach nur so komplett so von unten draufläuft, genau, und dann einfach versucht mit der Explosion irgendwie was hinzubekommen. Ich meine, ja, es ist halt total einfach, dann Leute zu treffen. Und deshalb würde ich sagen, ist diese Waffe auch so die asozialste Waffe, die das Spiel zu bieten hat. Komm, hier ist jemand, genau. Okay, dich bekomme ich.
Zack, 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 von unten kann ich dich auch wegholen. Und ja, bringt dir relativ wenig tatsächlich. Ich meine, es hätte ihm was gebracht, aber relativ wenig. Komm, 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 komm. Oh ja, bekommen. Jo, ich war schneller und dann dich kann ich auch noch bekommen, weil du nicht fliehen kannst. Exakt. Dann der nächste, den sollte ich auch wieder abfangen können. Genau, komm. Perfekt. Oh, läuft. Okay. Du hast 500 Hits irgendwie ausgehalten. Der hat zwei Direct Hits ausgehalten. Oder er ist nach zwei Direct Hits und zwei indirekten gestorben. Und das ist so schnell regeneriert, vor allem wenn noch ein anderer drauf ist, halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich. Ich wollte mich noch hinteleportieren, aber gut, das haben wir eh gewonnen. Ist egal. Okay. Diese Folge wird jetzt relativ kurz, weil ich nur drei Runden machen werde. Dafür kommt es dann vielleicht heute raus. Okay, 2032. Das ist doch relativ eindeutig. Und ja, ich würde sagen, dass ich wieder die 10 Kills gemacht habe. 14 Kills wieder. Okay, ich unterschätze es irgendwie ein bisschen. Hey, danke, Mates. Ihr habt ganze 6 Kills gemacht. Na gut, okay. 14 Kills, davon 15. Das läuft echt gut. Ich meine, ihr seht, die Waffe ist, zumindest wenn man jetzt nicht gegen so starke Gegner spielt, relativ stark. Und also egal für wen, finde ich auch ziemlich nervig. Ich habe ja auch Hammer High 20 damit, also ja. Und da sind wir dann in der nächsten Runde. Okay, mal schauen. Uff, der hat einen Disconnect, weil sonst würde es mich echt wundern. Weil der ist ja gerade, der ist ja hinten runter, der ist hinten runtergesprungen, wie auch immer man das schafft. Wie schafft man es da hinten runter zu springen? Das würde ich echt gern wissen. Okay, du bist einen falschen Weg gegangen. Was heißt einen falschen Weg? Du bist einen Weg gegangen, wo ich dich leicht töten kann. Exakt. Mit Explosionen, hallo? Ja, uff, zwei Leute gleich auf einen. Schlag, ich hätte dich auch noch töten können, hätte ich Tinte. Hallo? Ja, jetzt habe ich Tinte. Ja, man kann halt einfach gut hinter Ecken stehende Leute töten. Also, soweit ich weiß, hat er die gleich große Explosion wie halt der Luna Blaster. Also, der Contra hat auf jeden Fall die großen Explosionen und ich glaube halt, der Luna Blaster so gesehen auch. Kann ich irgendwie töten? Jetzt bist du da hinten, ja. Eieiei, das war absolut dumm. Irgendwie dachte ich, keine Ahnung, dass ich nicht in der Range bin, dass ich gewonnen werde, aber. Ja, das mit den Klecksbomben, da sollte man immer ganz weit weggehen, damit man wirklich, ja, 100% sicher gehen kann, dass man nicht gewonnen wird. Weil ich finde, es ist irgendwie so, man fühlt sich immer so ein bisschen seltsam an, weil irgendwie, keine Ahnung, manchmal steht man eigentlich, also steht man instant drin, wird halt getötet, ist ja klar, so gewonnen. Und manchmal ist man so wie ich jetzt ein bisschen weiter weg und wird trotzdem noch gewonnen. Und wenn ich jetzt irgendwie noch Millimeter weiter weg wäre, hätte ich fast gar keinen Schaden bekommen. Also verwirrt mich irgendwie manchmal ein bisschen, würde ich sagen, aber gut. Oh, shit. Ja, dich zu bekommen wird lustig. Komm, vor allem, okay, wenn du so spielst, dann bekomme ich dich wohl. Der eine ist im Spawn drin oder so. Okay, hier hinten ist irgendwo ein Gegner. Ist so die Frage, wo? Da hinten. Okay, kann ich dich vielleicht bekommen, indem ich von hinten aufräume? Ja, die bekomme ich. Wollen wir mal schauen, wie viel Kills ich diese Runde mache. Ich denke, es werden nicht mehr ganz so viele sein. Ja. Hilfe, 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 Hilfe. Okay, dich habe ich aus irgendeinem Grund auch noch bekommen. Hier oben ist niemand mehr? Nope, dafür aber hier unten irgendwo. Ist so die Frage, wo? Und da ist er dann. Ja, die Runde werde ich weniger Kills haben, aber ich sehe auch irgendwie nicht so viele Gegner, muss ich gestehen. Also von daher kann ich gar nicht so viele Kills haben. Oh, holy shit. Dem habe ich aber. Nee, der hat den Schild, oder? Oder habe ich ihm zwei Direct Hits verpasst? Weil er, wie gesagt, nach zwei Direct Hits sollte er eigentlich sterben. Oder habe ich dem anderen davon noch einen Direct Hit verpasst? Man weiß es nicht. Schade, die Zone hätte ich eigentlich trotzdem ein paar Kills haben können, aber ich habe jetzt. Ja, habe einfach weniger gemacht. Okay, ja, so um die Ecke sollte ich aber töten können, genau. Okay, wo sind jetzt die ganzen. Oh, holy shit. Jetzt kommen die ganzen Gegner raus, dass sie uns verstecken. Kann ich dich töten? Ja, kann ich. Okay, der hat den Ult gemacht. Dich sollen wir auch noch töten können, vielleicht. Danke. Perfekt. Ja, wenn man einfach den Gegnern so langsam hinterherlatscht, dann bekommt man sie in der Regel halt mit meiner Waffe schon ganz gut. Und, okay, möchtest du noch näher kommen, vielleicht? Dass ich dich auch gut töten kann? Ja. Ja, jetzt ist halt hier niemand mehr. Also, ich habe jetzt nicht so viele Leute in die ganze Runde gesehen, weshalb ich nicht so vielleicht töten konnte, logischerweise. Okay, ich. Ich denke, übermorgen kommt wieder Luigi's Mansion. Ich weiß es aber nicht. Also morgen, also falls das Video noch am ja, gleichen Tag rauskommt, wie ich es aufnehme, dann sollte es noch am 6.11. rauskommen. Okay, 9 Kills. Trotzdem doppelt so viel wie das Gegner-Team. Ja, also wenn es noch am 6.11. rauskommt, dann vielleicht kommt am 8.11. Obwohl nicht am 8.11. Ah, ich weiß nicht. Mal schauen, wann ja, zwei Luigi-Videos kommen. Also, falls wir, wann Luigi kommt, generell, ich kann nicht reden. Gut. Das wahrscheinlich noch ein bisschen jetzt erstmal, weil ich jetzt eigentlich es nicht schaffen werde, zwei Videos am Tag aufzunehmen. Das Video kommt auch schon wieder viel zu spät jetzt. Okay, habt einen schönen Tag, macht's gut. Bis nächste Folge, bis zum nächsten Stream. Und ja, ciao, ciao.